Ja, Freddy, zwei wirklich gute Spiele liegen hinter uns. Fangen wir mit der Gala an gegen den GRK. Wow, wie hast du das erlebt? Ich meine, das war schon nice. Also der Ronny mit den vier Toren, also super gespielt. Für mich persönlich war es jetzt vielleicht nicht das beste Spiel im Wacker-Dress, aber ich bin froh, dass wir 5-1 gewonnen haben. Das hat natürlich an die Konkurrenten auch eine Ansage gegeben mit 5-1 und ja. Ja, der Ronny hat vier Tore geschossen, was ein bisschen untergegangen ist. Der Dario hat sein allererstes geschossen. Ich denke, dass das innerhalb der Kabine, muss das schon Thema gewesen sein, oder? Ja, auf jeden Fall. Da haben wir schon ein bisschen eine Gaudi gehabt mit ihm. Ja. Weil es war schon ein Daumenfehler, muss man sagen, an der Stelle. Aber ja, wir haben uns alle für ihn gefreut und es war ganz lustig. Ganz egal, das war sein erstes Profitor, also ja. da ist hochhergegangen, oder? Das ist immer schön, ja, sowas. Und den haben wir natürlich ein bisschen auf CS gehabt dann. Mhm. Apropos, was war denn dein erstes Profitor? Boah, mein erstes Profitor, das weiß ich leider gar nicht mehr. Das ist schon so lange her. Na Spaß. Ich glaube, das war vor 3 Jahren mit Dornbirn. Hm? Ging am Städten, glaube ich. Hm? Auswärts, ja. Hm. Vollkommen egal, seitdem triffst du ja wirklich regelmäßig. Das ist ja eine richtig schöne Sache. Aber bleiben wir noch kurz beim GRK-Spiel. Du hast schon gesagt, es war eine schöne Ansage an die Konkurrenz. Mhm. Die spürt uns jetzt ordentlich, oder? 7 Siege in Folge. Auf jeden Fall, ja. Ich denke, wir sind in einem Flow drinnen und wir werden immer besser. Man merkt langsam, wir sind ein Team und ja, wir wachsen einfach von Spiel zu Spiel zusammen und das macht uns auf dem Platz auch noch stärker. Und ich denke, wenn wir so weiterspielen, dann gewinnen wir auch die letzten 2 Spiele. Mhm. Läuft nicht auswärts, man hat sich revanchieren können für das doch recht bittere 1-4, da war es bisher noch nicht da gewesen. Mhm. Aber war das ein Thema im Vorfeld, dass man sich da revanchieren will? Nein, also wir haben in der Kabine unter uns Spielern gar nicht über das geredet. Es waren noch einige Spieler nicht da von uns. Mhm. Wir wollten einfach gewinnen, dass wir weiterhin die Pole Position haben um einen Aufstieg. Mhm. Und ich denke, wir haben ein super Spiel gemacht. Also wirklich, die erste Halbzeit haben wir dominiert, die zweite Halbzeit war auch relativ stabil, die haben wenig Torchancen gehabt. Wir hätten sicher noch 2-3 Tore mehr machen können, aber ich denke, von der Leistung her und vom Auftreten war das schon sehr gut. Mhm. Aber war sehr gut. Ich habe heute nochmal bei dir in die Bilanz reingeschaut. Du hast jetzt 13 Spiele für den FC Wacker Innsbruck gemacht. Du hast 6 Mal getroffen. Mhm. Das kann sich mehr als sehen lassen. Einen vorbereitet. Genau, ja. Ja, ich denke, es ist okay, aber auch da wäre mehr drinnen gewesen. Auch gestern den Elfer verschossen. Mhm. Und auch so die ein oder andere Chance gestern liegen lassen. Auch immer wieder mal in den Spielen eine Chance. Ich denke, da wären noch das ein oder andere Tor mehr drin gewesen, aber ich denke, die Bilanz ist okay und wichtig ist, dass die Mannschaft gewinnt. Wenn wir so weiterspielen, dann ist mir auch lieber, ich schieße einmal kein Tor und wir gewinnen 2-1 und da freue ich mich drum, weil im Endeffekt wollen wir alle aufsteigen und da sind wir auf einem guten Weg. Ja, am Sonntag haben wir schon wieder die nächste Gelegenheit, dass du nachlegen kannst gegen Steyr. Was sind denn deine Erfahrungen gegen den Gegner? Ja, unterschiedlich. Mal gewonnen, mal verloren, mal unentschieden gespielt. Mhm. Das letzte Spiel für Dornbirn war gegen Steyr mit der Kapitänsbinde, da habe ich auch ein Tor geschossen. Das war natürlich ein schöner Abschied. Und ja, wäre cool, im Wacker-Dress gegen Steyr zu treffen. Mhm. Ja, wir haben gegen Steyr 2-0 gewonnen. Dazu hat das entscheidende Tor geschossen, davor ein Eigentor. Mhm. So dürfte es ganz gerne weitergehen. Auf jeden Fall, ja. Ja, ich denke, wenn wir so spielen wie jetzt, dann mache ich mir da keine Sorgen, dass wir die Spiele gewinnen. Wichtig ist, dass wir einfach nicht nachlassen, dass wir so weitermachen. Und ich denke, dann sind wir wirklich für jeden Gegner ganz schwer und ich denke, dass da wenig zu holen ist gegen uns. Mhm. Heute ist Regeneration angesagt. Wie tut denn bei dir die Kältekammer, welche Auswirkungen hat die bei dir? Also ich finde das relativ nice. Ich meine, ich habe das in Dornbirn auch regelmäßig benutzt. Mhm. Da gibt es auch eine seit letztem Jahr und da war ich sogar täglich drinnen, von Montag bis Freitag. Ja. Und ich finde das auch relativ cool, dass wir das jetzt auch hier haben in Innsbruck. Ich habe das auch mal angesprochen bei den Physios, ob es da eine Möglichkeit gibt. Und ich bin jetzt umso glücklicher, dass wir das jetzt auch nutzen können. Man merkt da schon einen Unterschied, speziell wenn man jetzt so wie jetzt die englischen Wochen haben und alle 3-4 Tage ein Spiel haben, dann hilft das schon enorm. Hm. Kannst du einem Laien erklären, was das für eine Wirkung hat? Ja, im Endeffekt, man fühlt sich einfach schneller frisch. Der Muskelkater, den man teilweise hat nach dem Spiel, die Müdigkeit geht schneller raus und das ist ein brutal erfrischendes Gefühl auch. Es ist auch für den Kopf ganz gut und ja. Hm. Aber für den Kopf ganz gut, was für den Kopf vielleicht weniger gut sein könnte, man muss natürlich ansprechen, ein bisschen die Querelen, die aktuell im
im Verein los sind mit dem Investor. Mhm. Betrifft euch das irgendwie in irgendeiner Form oder lasst euch das total kalt? Ja, ich meine, in den letzten ein, zwei Wochen war das schon ein bisschen ein Thema in der Mannschaft, aber bis dorthin haben wir da gar nicht über das geredet. Mhm. Aber es war jetzt auch nicht so, dass es uns jetzt irgendwie enorm beschäftigt hat. Ich meine, man liest das alles, man hört überall etwas und dann spricht man kurz drüber, normal, aber es war jetzt nicht so, dass wir da jetzt Panik gehabt haben oder uns zu sehr mit dem beschäftigt haben. Und ich glaube, das hat man dann auch beim Spiel gesehen, da hat man jetzt nicht das Gefühl gehabt, die Mannschaft ist irgendwo anders mit dem Kopf oder so. Mhm. Und ja, dementsprechend, es geht, sagen wir mal so, ein bisschen bei uns vorbei und ist gut so. Du hast angesprochen, ihr seid im Flow, ihr wirkt sehr, sehr fokussiert. Was macht ihr vor dem Spiel? Wie schwört ihr euch da ein? Ja, ich denke, dass wir haben da eigentlich keine so richtigen besonderen Herangehensweisen an die Spiele, aber es ist einfach auch die Zeit, die wir miteinander verbringen. Wir waren jetzt relativ viel gemeinsam und speziell durch Corona sind wir eigentlich fast nur unter uns. Und mit den ganzen Spielern, die jetzt im Winter neu gekommen sind, im Sommer sind ja viele neue Spieler gekommen, man merkt langsam auch, dass wir ein Team werden. Man verbringt Zeit miteinander, man versteht sich auf und neben dem Platz, man redet. Hey, ich spiele mich da in der Situation kurz an, in der Situation lang und so weiter. Und dann merkt man, die Mechanismen greifen. Wir verstehen das System vom Trainer. Und natürlich, jeder Sieg schweißt eine Mannschaft zusammen. Und man sieht jetzt auch jedes Spiel auf der Bank, wenn was ist, die Jungs auf der Bank feiern mit, die Spieler feiern mit. Auch die nicht im Kader sind immer dabei. Und das hilft einfach enorm. Okay, Freddy. Vielen, vielen Dank fürs Interview. Alles, alles Gute für dich, für die Mannschaft. Und möge es so weitergehen mit den Siegen. Hoffen wir es, ja. Thanks.